Mein Name ist Christian Beer. Ich betreibe mit meiner Familie, mit meinen beiden Kindern, mit meiner Frau den Alpenhof in Murnau. Der Alpenhof hat 104 Zimmer, ist ein Ferien- und Wellnessresort. Wir haben emotionell und wirtschaftlich große Höhen und Tiefen. Im Moment geht es wieder abwärts, zu unserem großen Bedauern. Wir konnten uns das alle nicht vorstellen. Wir kommen aus einer tollen Sommersaison, die uns alles abverlangt hat, wo richtig Leben war und wo das, was wir am besten können, nämlich Gastgeber sein und anderen Leuten Freude bereiten, das konnten wir in dem Sommer völlig ausgiebig machen. Jetzt geht es natürlich wieder in die andere Richtung und das ist schon wieder bitter, das gebe ich zu. Also ich glaube, das Positivste ist, dass wir wissen, wenn solche Einschnitte kommen, wie ein Lockdown oder wie so Schläge, wie Corona zugeschlagen hat, und wir komplett schließen müssen oder unsere Betriebe runterfahren, dass wir es schaffen, auch wieder ganz schnell nach oben zu kommen. Und auf jeden Fall positiv war, dass die Mitarbeiter zu uns gehalten haben, dass wir alle halten können, nahezu alle halten konnten. Ich hoffe natürlich, dass das diesmal auch wieder so ist, sodass man nicht ganz mit so einer großen Angst in die Zukunft blickt, wenngleich wir heute noch nicht wissen, was auf uns zukommt. Und wenn ich mir denke, dass wir eine der tollsten Sommersaisonen hinter uns hatten, dann wissen wir natürlich auch, dass unsere Gäste zu uns halten, dass die Stammgäste kommen. Und das macht es natürlich einfacher in dieser schwierigen Lage. Das, was unsere Gäste und unsere Mitarbeiter in den letzten 2 Jahren an Verhalten gezeigt haben, zeigt von ganz sensationell toll bis entsprechend aufbrausend und kritisch. Wir hatten ein paar schwierige Gäste, das gebe ich ganz ehrlich zu, sehr viel Ungeduld, wo man merkte, dass die Reizschwelle durch die Belastung einfach da war. Ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung immer höher wird und eigentlich sollte sie jetzt nach unten gehen, weil für das, was wir im Moment, das, was wir leisten können, das trifft nicht immer die Erwartungen unserer Gäste. Es gibt Minuten und auch teilweise in der Nacht Stunden, wo ich mit Sorge wach liege und dann gibt es wieder Minuten, wo ich allen Mut zusammennehme und sage, komm, wir packen das wieder. Es ist ein ewiges Auf und Ab im Moment und es hängt damit zusammen, dass wir einfach überhaupt keine Planbarkeit haben. Es gibt keinen geraden Kurs, keine gerade Linie. Jeder Landkreis ist plötzlich anders. Für mich völlig unverständlich. Unsere Nachbarlandkreise sperren gerade zu. Wir haben noch offen. Die Leute kommen zu uns, wollen hier noch leben. Drüben ist alles zu. Das schmeißt unsere Gedanken und unsere Emotionen und meine, ehrlich gesagt, auch nach draußen. Ich kann im Moment nicht wirklich guter Hotelier sein als Vorbild für meine Mitarbeiter, weil als Vorbild sollte man immer sicher vorne rangehen und sagen, genau wissen, was man tut. Ich weiß im Moment nicht genau, was ich tue, weil wenn ich heute nicht weiß, wer an Silvester, ob wir um 22 Uhr schließen oder wenn ich nicht weiß, ob wir im Februar überhaupt Gäste haben, haben wir 2G plus, haben wir kein 2G. Also eine so unplanbare Situation hatte ich in meinem Leben noch nie und das wirft meine Emotionen durcheinander. Das, was mir wirklich geholfen hat, ist erstens einmal, dass wir von unserem Verband, vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, sehr gut begleitet werden. Wir kriegen unzählige Informationen, fast täglich mit Newslettern. Das sind ganz viele tolle Menschen, die für uns kämpfen. Ohne die Unterstützung würden wir das auch nicht schaffen. Natürlich haben uns auch Staatshilfen geholfen im letzten Lockdown. Die haben wir jetzt wieder, allerdings in abgeschwächter Form. Da müssen wir erst sehen, wie lange die reichen und ob die so reichen. Wir kämpfen natürlich alle dafür, dass wir bestmöglichst unterstützt werden. Und das, was ich vielleicht noch nicht abschätzen kann, das bedrückt mich auch im Moment, dass wir beim letzten Lockdown mit einer sehr hohen Hilfe gestartet sind. Die haben wir jetzt nicht und ich glaube, wir müssen alle sehr strenge Hausaufgaben machen, damit wir jetzt die nächste Zeit überhaupt durchhalten können. Also prinzipiell weiß ich, dass mir weder der Landkreis oder die Politik meine Mitarbeiter halten wird. Das muss ich selber machen. Ob ich sie diesmal nach dem dritten Mal schon jetzt noch halten kann, da habe ich meine großen Bedenken. Auch wenn ich noch so nett und wertschätzend bin und unterstützend. Wir versuchen natürlich vor allem individuell zu helfen, wo es geht, weil es gibt schon Einzelschicksale, wo wir was tun müssen, wo wir mehr tun müssen. Und Menschen sind nun mal unterschiedlich. Jeder, der eine braucht viel Unterstützung, der andere nimmt es ganz locker.
Der eine kann das finanziell stemmen, der andere kann es nicht stemmen. Ich glaube, wir müssen individuell auf die Mitarbeiter zugehen und so gut es geht, jeden Einzelnen auffangen. Und ob uns das gelingt, das hängt, glaube ich, davon ab, wie lang diese Zeit der Unsicherheit noch dauert, bis wir wieder in ein ruhiges Fahrwasser gehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir eine gigantische Sommersaison vor uns haben, weil der Reisemarkt wird sich nicht anders entwickeln wie letztes Jahr. Und das ist was, worauf ich sehr sicher vertrauen kann. Und es gibt mir und meinen Mitarbeitern auch Kraft.